Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Oder eher gesagt, willkommen zurück zu die fast vergessenen oder die vergessenen Orte, Teil 2. Ja, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wo ich noch was hier machen könnte. Und zwar würden wir mal hier in Horizon anfangen. Und auch wenn ihr die Orte schon kennt oder so, sie sind halt schon fast vergessen im Endeffekt. Also zumindest bin ich der Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr die natürlich immer gerne in den Kommentaren mitteilen. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch gerne nochmal dran erinnern. Und zwar in der letzten Folge, schaut einfach mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich halt einiges gefragt wegen hier MMORPGs durch... probieren, so halbe Stunde Videos und so. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, schaltet eine Folge zurück. Dort ist alles lang und breit erklärt. Ich möchte das jetzt nicht nochmal in dieser Folge hier bequatschen, sonst haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. So, der erste vergessene Ort ist dieser hier im Endeffekt, denn damals war es ja so, für diejenigen, jetzt werdet ihr sagen, ja, okay, was ist daran vergessen? Ja, es hat sich halt damals alle hier auf dieser Brücke abgespielt. Die war sowas von gut besucht, die Brücke. Wenn man hier dann von hier Horizon rausreiten wollte oder von hier draußen nach drinnen reiten wollte, war das immer schon fast unmöglich, denn wie gesagt, hier tümmelten sich mehrere Spieler und meistens natürlich im PK-Modus und mit vielen Pets, das heißt Laggy, Anfälligkeit für ältere PCs und. Aber hier ging immer die Post ab, hier hat es immer Spaß gemacht, sich mal hinzustellen und mal... Ja, einfach mal von den ganzen DPs mal einen chilligen zu machen sozusagen. Heutzutage ist es ja mittlerweile hier hinten, dass alle sich da hinten abtümmeln und eher mehr Duelle machen als PK. Ja, das ist, finde ich, auch schon ein vergessener Ort, finde ich. Und ich wünschte mir, wenn man die alten Zeiten, also wenn man die Zeit wieder zurückdrehen könnte, bis dahin, dass man hier wieder sein könnte, wisst ihr? So, dann würde ich sagen... mir kommt das gerade so lahmarschig vor. Ich reite einfach mal zum nächsten hin, denn wir haben hier tatsächlich in Horizon mehrere Punkte. Und wie gesagt, falls ihr nicht unbedingt findet, dass das zur vergessenen Orte dabei trägt, dann lasst es mich, wie gesagt, gerne wissen. Denn nicht das, was ich erlebt habe, müsst auch ihr erlebt haben. Und, ne? So kann man sich ein bisschen austauschen, auch unter den Kommentaren, falls ihr euch unter den Kommentaren austauschen möchtet. Wie gesagt, jeder hat halt andere Erfahrungen gemacht. So, und hier die Salzmine war auch immer ganz cool. Hier vorne waren immer ganz viele PKers unterwegs, natürlich in den Braunkalern schön, besonders für Neulinge immer Arschkarte, weil halt... die Neulinge immer leveln wollten, halt noch keine High-Pets hatten oder in die Dungeon-Gruppe rein konnten. Deswegen haben sie hier mal ganz gut gelevelt, auch hier vorne, weil hier, ihr seht, ist gut besiedelt, die Gruppe. Und da war es dann immer so, dass einer halt ein PKer sich hier hingestellt hat und ja, alles niedergemacht hat. Unter anderem auch ein PKer, dessen Name ich mittlerweile, also deswegen heiße ich bei YouTube übrigens auch so, für diejenigen, die es interessiert, denn damals auf den englischen, also ich spreche von diesen vergessenen Orten ab den englischen Server bis Anfang des deutschen, irgendwann hat sich das ja dann auch verändert. Damals gab es halt auch einen PKer, der war total verrückt, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der hat, das war der stärkste Spieler auf dem Server, gegen den hat keiner, aber auch wirklich keiner, eine Chance gehabt. Der Typ war einfach irre. Der war... Der hatte zwei Charaktere, vor denen man sich fürchten sollte. Das Coole war immer, ich hatte bei dem irgendwie einen Stein im Brett. Brett im Stein? Stein im Brett. Das heißt, der hat, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs war, in Dungeon Partys, da hat er auch mal, die Leute gerne Picard. Dann hatte ich immer, oder dann war ich immer ein derjenige, der da stehen durfte und zugucken durfte, weil, ja, der mochte mich irgendwie, keine Ahnung warum. Es war auch ein Engländer oder so, oder ein Amerikaner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Englisch gesprochen. Haha, auf einem englischen US-Server. Ist eine Seltenheit anscheinend, nein, Quatsch.
Nur, was ich nicht immer machen durfte, ist meine Gruppenmitglieder durch eine Wiederbelebungsscroll resen, sonst hätte er mich gemacht. Und das habe ich auch nie gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte mich mit ihnen da nicht verscherzen. Denn der hat 24-7, ich glaube, der war auch arbeitslos, ich weiß nicht, oder der war Millionär. Weil der hat jeden Monat mehrere hundert Dollar, also, oder englische Pfund. Irgendwas war das, ich glaube Dollar war das. Der hat mehrere Dollar im Monat aufgeladen und hat sich damit natürlich hochgegeldet, kann man sagen. Ich weiß nicht, was man da für ein Wort nimmt. Auf jeden Fall sagt man ja immer, ja, wer viel Geld ausgibt, der beherrscht seinen Charakter nicht. Das mag vielleicht bei vielen zustimmen. Bei dem war es aber nicht so, weil wie gesagt, der hat... ich erzähle gleich weiter, ich möchte jetzt erstmal kurz hier erzählen. Hier gab es auch früher einen schönen Ort, hier hat man dann immer die Bäume ausgeblendet. Ich glaube, hier gab es auch gar nicht die Bäume. Man hielte sich immer hier bei dem Stein weiter links und hat sich dann hier hingestellt, hier in diese Kuhle. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Damals sah das ein bisschen... Und hier waren immer, weiß nicht, hier war immer so ein kleiner Spot, bestimmt so 6, 7 Skelette, die man immer gehauen hat, weil man damals wenig DPs gefunden hat, weil DPs damals auch noch schwer waren, im Gegensatz zu heute. Und ja, hier halt immer gerne Solo gelevelt hat. Im Prinzip war 24-7 der Spot immer belegt. Also da konnte er machen, was er wollte im Endeffekt, ne? Der war immer belegt. Joa, dann gehen wir mal weiter. Ich zeige euch noch einen Ort. Ich erzähle kurz weiter wegen dem Typen. Wie gesagt, mittlerweile heißt mein KI, oder deswegen heiße ich ja bei YouTube so, von dem habe ich den ja auch. Den habe ich dann irgendwann mal übernommen, den Namen in WoW. Und von WoW habe ich den dann irgendwann übernommen als mein YouTube-Kanalname. Und seitdem ist er auch so geblieben. Und ich benutze den teilweise auch immer noch bei Online-Rollenspielen oder bei anderen Sachen. Und ja, sozusagen den Namen treu geblieben. Also sozusagen kleiner Fanboy, weil er hat mich immer verschont. Ich habe immer, ja, weiß nicht. Ich habe auch mit denen teilweise Partys gemacht und so. Das war mal ein ganz cooler Typ. Und der war halt mit seiner einen Klasse Priester. Aha. Oder warte mal, Priester oder Kleriker? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Priester war er. Ich glaube, Priester, ja. Und mit der anderen Klasse, so wie mein YouTube-Kanal jetzt heißt, war er Ritualist. Also, hier auch Ritualist, glaube ich, ne? Ich glaube. Wie gesagt, und der hat alles gelegt. Der hatte eine Gilde, natürlich, der war auch Gildenleiter da. Und die waren immer mit einer gesamten Gruppe unterwegs. Meistens auch mit zweien, so 8 bis 16 oder so, ne? Je nachdem. Das Coole ist, er hat fast alles alleine gemacht. Ja, die Gilde brauchte nur daneben stehen. Und wenn irgendwer aufmuckte, hat dann die Gilde mal eingegriffen. Es war so wie so eine Mafia oder so. Das war einfach nur geil. Ja, stellt euch das vor, so wie die heutigen PK-Gilden hier auf den Server. Könnt ihr euch vorstellen. Bloß mit mehr Elan, weil sie das als Lebensziel gehabt haben. Und weil die halt einer der stärksten mit auf dem Server waren, ne? So, warum ich hier bin? Hier gab es damals auch immer voll viele, die gekämpft haben. Das Blöde war hier damals, dass die Spots auch belegt waren zu meiner Zeit und die auch immer noch so dicht besiedelt, in Anführungsstrichen, sind wie diese hier. Denn damals war es so, dass man hier richtig weit laufen musste, um hier welche zu kloppen. Vorzugsweise hat man natürlich hier immer gekloppt wegen Tafaris gab es da damals noch gar nicht hier. Natürlich immer wegen Skelette, weil Skelettkarten waren damals richtig wertvoll. Es gab ja unter diesen Common-Karten, sage ich mal, unter diesen häufigen Karten, gab es ja auch Karten, die super, super teuer waren, wie Blue Pixie, Red Pixie, Skelett. Ich glaube, das war's. Ork bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wie gesagt, da gab es ja auch Karten, so Sirenen und Yetis und so, die waren dann häufiger. Zumindest bei uns so. Und ja, ist halt so gewesen, ne? Jetzt zeige ich euch noch einen Ort hier in Horizon.
Ich weiß gar nicht, ob wir da so schnell hinkommen. Ich würde mal sagen, ich nehme einfach mal eine Rückkehrrolle. Das geht vielleicht dann ein bisschen schneller. Und ja, mal gucken. Dann wären wir eigentlich mit Horizon auch soweit durch, was ich zeigen könnte. Es gäbe natürlich noch die Dungeons und in den Dungeons könnte man dann auch noch zeigen, wo man welchen Spot immer damals belegt hat. Wenn ihr das gerne möchtet, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Dann mache ich das natürlich. Sehe ich zwar momentan noch nicht so den Sinn hinter, weil man die heutzutage immer noch belegt, eigentlich die Spots. Aber wenn ihr das möchtet, schreibt es mir und ich setze es dann in der Tat um. So, ich muss jetzt erstmal in den Bambuswald. Denn da wird sich auch der erste abspielen und dann gibt es noch einen zweiten. Und zwar hier in den Bambuswäldern gab es immer einen Ort, den zeige ich euch mal. Da habe ich auch eine Zeit lang immer gekloppt. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier bin und wo ich hin muss. Ach, da bin ich, okay. Das heißt, wenn ich hier jetzt weitergehe, hier hinten lang, sollte ich, glaube ich, gleich dahin kommen, wo ich hin will. Hoffentlich. Wir werden sehen. Ach ja, ach ja. So, hier hinten lang. Hier hinten. Ich zeige es euch auch gleich auf der Karte, weil ihr euch sicherlich nicht vorstellen könnt, wo wir sind. Genau, hier sollte das, glaube ich, sein, ne? Genau. Genau, hier hinten ist es. Hier auf den Hügel immer. Das sieht auch sehr unspektakulär aus. Ist es im Endeffekt auch. Aber hier konnte man auch mal ganz gut leveln. Hier waren aber auch teilweise immer Leute und war auch immer belegt. Also, wenn ihr hier von Horizon rauskommt, nach rechts, dann kommt ihr hier lang. Hier fängt ja der Bambuswald ungefähr an. Hier geht es zur zweiten Valmo-Mine, wo die epische Musik spielt teilweise. Genauso wie da. Und wenn ihr dann hier in den Wald rein und euch links hier an den Berg hängen haltet, wie ihr hier seht. Hier gab es immer einen Ort wegen Dodo. Da konnte man auch die Quest damals richtig gut machen, weil es gab ja diese Quest 30, glaube ich, Dodo-Federn. Und die haben so beschissen gedroppt. Und dann konnte man hier mal kloppen und hier habe ich auch ganz gut gelevelt bis Level 50 mit. Entweder hier oder da hinten bei den Skeletten, je nachdem welcher Spot frei war. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dass hier tatsächlich welche gekloppt und gekämpft und gegrindet haben. Das war aber damals in dem Fall wirklich so, weil wie gesagt, damals Dungeon Party zu machen war schwieriger als heute. Und heute ist schon ein Phänomen. Denn damals war es so. Die Leute hatten, wenn der Heiler gestorben ist oder wenn irgendwer anders gestorben ist, immer nie Bock, weiß auch nicht warum, weiterzukämpfen und sind dann in die Party rausgegangen. Es war sowieso damals sau schwer, einen Heiler zu finden. Heute auch, aber damals war es noch schwieriger. Deswegen hatte ich damals auch einen Heiler angefangen, den ich dann bis Level 115 oder so gelevelt habe, was damals zu damaligen Verhältnissen extrem weit war. Das war auch zu der Zeitpunkt, wo ich euch mal gesagt habe, wo der Heiler alles machen musste. Er musste looten, er musste chippen teilweise, er musste heilen, er musste die Pets heilen, ist logisch. Er durfte im Endeffekt alles machen. So der Allrounder quasi, ne? Es war ein knochenharter Job damals. Ja, und jetzt gibt es hier noch zu der Valmo-Mine. Da gibt es auch noch zwei Orte, wo ich euch. Zwei eigentlich. Ja, eigentlich. Der eine ist eigentlich relativ unwichtig, wie ich finde. Ich zeige euch mal den anderen. Und dann sind wir auch mit dieser Folge bald durch, weil ich möchte euch am Ende der Folge noch was fragen. Und dann geht es in der dritten Folge weiter. Ich weiß nicht, wie viel Folgen das werden. Vielleicht werden es noch ein, zwei Folgen mit diesen Dings und dann geht es wieder mit was anderem weiter. Ich dachte, mach das mal zwischendurch und ich habe ja auch gesehen, in der ersten Folge kommt das ganz gut an. Ich meine mal, es passiert nicht viel in den Videos, aber es ist mal schön, so die alten Orte mal zu sehen. Und vielleicht, ja, ne? Gibt es auch einige, die die Orte noch gar nicht kennen. So, hier hinten, ihr seht, wo wir eben lang geritten sind. Ich zeige das mal auf der Karte. Geht da hier rein, hier rechts, immer rechts halten, wenn ihr dann da seid. Und hier hoch. Hier findet man zum Beispiel unter anderem auch die. Eine Quest hier, diese Wagen, glaube ich, oder diese Kristalle. Irgendwas war das hier. Ich glaube, die Wagen sind das. Die werden natürlich mir jetzt nicht angezeigt. Hier konnte man hier mal ganz gut aufsammeln. Hier sind heutzutage Elite, die waren hier damals nicht. Auch dieser. Ich weiß nicht, was es ist. Irgend so ein Altar-Ding da. Waren damals hier auch nicht. Hier konnte man dann auch immer ganz gut leveln bei den Falkenmännern. Die Falkenmänner gab es nämlich damals schon. Und man hat hier ganz gerne gelevelt, auf der Hoffnung, dass man von den Falkmännern eine Karte kriegt. Denn damals war es nämlich total anders.
Es war nämlich so, dass man damals, oder erzähl ich jetzt Bockmist, dass man, zumindest hat man das so geglaubt, ob es so war, weiß ich immer noch nicht, weil es gab ja keine Bestätigung, dass man, wenn man Falkmänner gekloppt hat, dass man eine höhere Chance auf eine Falkmann-Karte hatte, als wie von anderen Monstern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Bockmist erzähle oder so, oder ob das damals überhaupt bestätigt wurde, weil da erinnere ich mich gar nicht mehr so dran, weil ihr müsst auch verstehen, was ich euch hier zeige, diese Orte und so, das ist jetzt bestimmt schon 5, 6 Jahre her. Wenn nicht schon länger. Ich weiß ja nicht, wie lange gibt es Rappels jetzt schon? Rappels gibt es doch auch schon seit 2003, 4 oder so, ne? Bestimmt. Bin mir gar nicht so sicher. Aber bestimmt schon seit 6 oder 7 Jahren oder so. Oder vielleicht auch länger. Wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster und Falsches sagen. Auf jeden Fall so lange, und das ist schon eine Kunst, so manche Sachen noch im Gedächtnis zu behalten, ne? Also, man behält sich auch das im Gedächtnis, was damals richtig Spaß gemacht hat. Und deswegen auch diese längst vergessenen Orte halt, ne? So, die Folge ist jetzt nur noch gleich zu Ende. Ich hoffe, es hat natürlich euch mal wieder gefallen. Vielleicht hat es euch auch so ein bisschen die Erinnerung wiedergebracht. Wie gesagt, wenn ihr andere Erfahrungen habt über diese Orte oder die gleichen Erfahrungen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin immer da gerne bereit, mit zu diskutieren, beziehungsweise sich auszutauschen oder ihr euch auszutauschen. Und ja, ansonsten möchte ich nochmal gerne euch bitten, schaut euch, wenn ihr das nicht gemacht habt, die letzte Folge nochmal an. Da wird nämlich nochmal einiges anderes erklärt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.